Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Age Game und zwar Out of Touch. Entwickelt wird das ganze Game von Story Anon. Ich sag mal so, es ist mal wieder so ein Koikatsu-Teil. Also, na, man merkt halt, Koikatsu war hier mal wieder ordentlich vertreten. Aber es ist geil, irgendwie. Es ist ein sehr langes Game. Ich glaube, wir sind jetzt in Chapter 39 oder 38 angekommen. Ich habe das Spiel auch noch nicht ganz durchgespielt. Ich werde euch gleich, wenn wir ins Game reingehen, werde ich mich auch muten. Aber ich lasse das Game mal euch mal fühlen. So, zum einen, was ist jetzt Out of Touch? Also ich will nicht viel spoilern, weil der große Hauptpunkt des Spiels liegt eindeutig auf der Story. Es ist ein Visual Novel, wo ihr so ein paar kleine Texte mit drin habt, aber es ist der reine Fokus dieses Games liegt voll auf seiner Story. Dazu kommt noch ein sehr cooler Soundtrack, der hier mit eingebaut ist. Also hier wird wirklich, also der Soundtrack ist on point, das muss ich ganz ehrlich sagen, er passt immer cool zu, ihr merkt auch schon dieses Retro-Feeling-Ding, es passt cool in die vorhandenen Szenen rein. Und es wird auch einiges an Schmunzlern geben. Das Spiel fängt am Anfang sehr, ja, ich würde sagen, melodramatisch an, auch etwas düster, entwickelt sich dann aber doch eher richtig cool. Ihr müsst verstehen, wir spielen gleich so einen ersten Teil des Prologs. Ich werde auch nicht den kompletten Prolog spielen, weil ich möchte, dass ihr dieses What the fuck-Moment einfach mal selber erlebt. Deswegen werde ich euch jetzt den ersten Abschnitt vom Prolog geben. Wie gesagt, es gibt 39 Chapters von diesen Dingen, also von den Spielen. Ich sag mal, jeder Chapter ungefähr wird ungefähr mit Lesen, ich glaube, so zwischen 5 bis 10 Minuten ungefähr sein. Je nach den Länge. Und es gibt auch einige Bereiche, wo man eben halt etwas entdeckt. Oder besser gesagt, wenn man den Bereich wieder neu spielt, kann man sich halt eben zwei Wege überlegen, die man gehen möchte. Ist aber trotzdem eine übelst abgeflashte Story. Und es wird euch auch den einen oder anderen What the fuck-Moment geben, wo man sagt, ey, geil, wie kann man sowas einbauen, aber irgendwie cool. Ne? Ziemlich cooles Game, Out of Touch, muss ich ganz ehrlich sagen. Schaut auf alle Fälle mal beim Entwickler vorbei, bei Story Anon. Ist echt cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Gleich ganz kurz vorweg, Animations, also animierte Szenen habe ich nicht gesehen. Das ganze Ding geht eigentlich wirklich im Bild, haut euch aber wirklich mit dem Soundtrack wirklich mal weg. Also das ist wirklich ein Game für Leute, die wirklich gerne lesen oder besser gesagt auch Games spielen, wo halt wirklich der Story-Fokus voll drin ist. Ne? Werdet ihr auch gleich mitkriegen. Ganz kurz vorweg, das kann ich allerdings schon etwas spoilern. Wir spielen gleich, wie gesagt, im Prolog nur den Anfang. Unser Charakter kommt später wieder und die Charaktere sind dann älter. Das kann ich vorweg schon mal spoilern. Also es wird nicht in diesen, jetzt gleich in den Anfang, diesen jungen Jahren drin sein, sondern unser Charakter kommt dann wieder zurück. Oder es ist nicht nur er, es sind ja viele Charaktere drin. Der Fokus liegt zwar auf ihn, aber man lernt auch die anderen Charaktere gut kennen. Und deswegen gleich vorweg, nur schon mal so viel dabei gesagt, es bleibt nicht auf diesen jungen Charakter sitzen, den wir uns gleich ansehen, sondern es wird später auch auf den Erwachsenen rübergehen. So, jetzt müde ich mich einfach mal und ich wünsche euch viel Spaß bei Out of Touch. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt spielen wir das Spiel jetzt, weil ich euch einfach von der Story nicht so viel klauen möchte und ihr das alles mal selber erleben sollt. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein.
So, und ich denke mal, ab hier kann ich einen guten Cut setzen. Jetzt haben wir mal das ganze Intro also ein bisschen gesehen. Jetzt kommt nicht bald der, ich sag mal, ich glaube, what the fuck Moment. Es könnte sein, dass ich gleich nochmal gecuttet habe, weil ich euch den nicht versauen möchte. Deswegen, nein, gut, ab hier wollte ich mich nicht stoppen. Genau, ab hier wollte ich eigentlich stoppen. So, jetzt seid ihr kurz vor den what the fuck Moment. Er wird jetzt gleich seinen Vater sehen und er wundert sich ja, ob es ein Boot ist oder sowas alles. Wir haben so schöne Background, eine schöne Background bekommen über die Characters. Wir werden auch noch einige mehrere Characters von ihnen im Background noch erfahren. Schön finde ich vor allen Dingen, wie er hier mit den Melodien spielt. Auch, dass er zwischenzeitlich auch so ein paar Effekte eingebaut hat, wie Fußschritte, Schlagen an der Tür. Wellengeräusche. Passt alles sehr harmonisch, sehr gut in dieses Spiel mit rein. Dann noch das Thema mit der Schwester, die wir neuestens kennengelernt haben. Auch was es auf sich hat mit diesen mysteriösen, komischen Wesen, die immer so reinploppen. Müsst ihr alles selbst erfahren. Es ist auf alle Fälle ein ziemlich cooles Visual Novel, das man richtig cool lesen kann. Es wird auch noch abgespaced, glaubt mir. Also ihr werdet euch wundern, was da noch alles so auf euch zukommt. Genauso wie eine Charakterveränderung stattfinden wird von unserem Charakter. Nichtsdestotrotz ist das Spiel cool. Kann ich echt nur empfehlen. Und ihr seht ja, jetzt haben wir schon insgesamt fast 20 Minuten, ja, nämlich 10 Minuten vom Weg von, oder 7 Minuten weg vom Reden, also ich würde mal sagen, knapp 20 Minuten haben wir uns das Spiel angesehen. Und das war noch nicht mal der komplette Prolog, da kommt noch ein bisschen mehr. Und ja, auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch viel Spaß beim selber zocken und wir sehen uns dann beim nächsten Game wieder. Also dranbleiben und weiter schauen.